Wenn dich Kritik trifft, dann betrifft sie dich auch. Frage, wie oft fühlst du dich von anderen Menschen kritisiert? Und vor allen Dingen, wie reagierst du dann darauf? Wenn deine Frau, dein Mann, dein Partner, dein Kollege, dein Chef, dein Nachbar, deine Eltern etwas an dir auszusetzen haben, an der Art, was du machst, wie du es machst und so weiter. Bist du dann gelassen und sagen, interessant, was sie da sagen, ich denke mal drüber nach. Die meisten werden nicht so reagieren, sondern werden zurückschießen mit Gegenkritik, mit Gegenangriff. Das ist eine alte Angewohnheit. Und ich lade herzlich ein, diese Gewohnheit zu überprüfen und wenn du Lust hast, sie zu ändern. Und das kannst du. Wenn wir begreifen, was da passiert, denn wenn ich mich angemacht, kritisiert, angepisst fühle geradezu, dann sagt einer in mir, der andere hat recht. Das heißt, der andere ist das Echo dann meines eigenen inneren Kritikers, den ich selber gezüchtet habe, heißt meine eigenen, meist unbewussten Gedanken, die ich gelernt habe, zu denken über mich und mich damit zu verurteilen. Das fing in früher Kindheit an. Das haben wir übernommen von Eltern, die wurde von ihren Eltern und so weiter. Kritik wird heute sehr groß geschrieben, denn man sagt, man muss doch kritisieren, damit man besser wird. Ich mache da ein großes Fragezeichen dahinter. Frage dich also, was alles kritisiere ich an mir? Was finde ich nicht gut? Was werte ich ab? Wofür klage ich mich an? Was werfe ich mir noch vor? Das ist eine sehr heilsame Arbeit, denn wenn du hier fündig wirst und erkennst, dass du diese Urteile zurücknehmen kannst, weil du es immer so gut gemacht hast, wie du konntest, morgen kannst du es anders machen, dann änderst du etwas in deinem feinstofflichen Körper, heißt, deine Resonanzfläche ändert sich. Wenn du das nächste Mal angegriffen wirst, kritisiert wirst, wirst du in den nächsten Wochen und Monaten immer öfter sagen können, hey, ich kann bei mir bleiben. Dieser erzählt nur etwas über sich selbst. Begreife das. Wenn einer den Grund hat, dich zu kritisieren, dann macht er immer eine Aussage über sich selbst. Er zeigt, wie viel Unfrieden in ihm ist. Und wenn du mit dir in den Frieden gekommen bist, mit dem, mit deiner Vergangenheit, dazu lade ich dich herzlich ein, hier Friedensarbeit mit dir zu machen, dann wirst du neutral reagieren können oder sagen können, meinst du mich, wenn einer dich angreift? Oder, das ist aber interessant, erzähl mehr, lass uns hinsetzen. Das ist eine sehr ungewöhnliche Reaktion, aber da kannst du hinkommen. Und das wird die Zukunft sein für eine friedliche Gesellschaft, in denen Menschen ihre Knöpfe hier auflösen, die wir alle seit der Kindheit geschaffen haben. Unsere Gefühlsknöpfe wie Angst und Wut und Scham und Schuld und Neid und Eifersucht und andere. Wenn ich diese Knöpfe nicht mehr habe, weil ich mit mir im Frieden bin, dann kann der andere sagen, du bist für mich ein großes Arschloch, Entschuldigung. Und du wirst sagen, meinst du mich? Weil du dich nicht für ein Arschloch hältst, weil du mit dir im Frieden bist. Also herzliche Einladung dafür, Frieden zu bringen. Frieden zu machen in dir, mit deiner Vergangenheit und auf diese Weise ein Friedensbringer zu sein, indem du nicht wieder auf Kritik mit Gegenkritik reagierst. Das Kämpfen aufhörst, sondern mit dir im Frieden bist und dein Herz öffnen kannst für den, der dich kritisiert und sagen kannst, danke für das Geschenk, das du mir so oft gemacht hast. Deine Kritisiererei hat mir gezeigt, wie viel Unfrieden noch in mir war, weil ich mit Gegenkritik reagiert habe. Nutze also das Geschenk der Kritik deiner Mitmenschen.